damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englerin zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Was haben wir denn da? Ein Zwergarde haben wir da. Das fordern wir heraus und gegebenenfalls fangen wir es uns auch heute in diesem Part. Auf geht's! Ohne viele Vorworte. Da ist es, das Zwergarde. Das erinnert uns ein bisschen an Pokémon Y. Scheint auch eine Hommage an Pokémon Y zu sein. Und wir werden es uns fangen, das Zwergarde Level 60. Ob ich mir das ins Team nehme, na, das werden wir uns noch überlegen, aber wir werden es erstmal versuchen zu fangen. Das Team ist ziemlich geschwächt, aber ich versuche es trotzdem ein bisschen zu schwächen. Feuerodem. Okay. Kann man aushalten. Okay, das ist auch nicht sehr effektiv. Ein bisschen schadet es, aber ja, nicht viel. Eisenschädel hätten wir noch mal ein Gebot. Ein Giftblick. Zwergarde hat Giftblick im Angebot. Chuck ist paralysiert. Okay. Komm. Du musst doch nur einmal Eisenschädel einsetzen. Ich hoffe, das bringt viel. Ja. Okay, ich habe zu früh gehofft. Ich ging davon aus, dass es viel nützt. Bodyguard. Und dachte, das wäre dann schon im roten Bereich. Oh, Scheiße! Wir haben Zwergarde besiegt. Das wollten wir ja eigentlich nicht, aber gut. Gibt es ja diesen einen Knopf. Zwergarde ist in der dunklen Höhle verschwunden. Nach dem kleinen Missgeschick versuchen wir es halt nochmal. Auf ein neues. Tun wir so, als wäre das erste Mal nie da gewesen. Und damit seid gerüstet, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englerin zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Nee. So vielleicht doch nicht. Zwieger! Naja, leugnen wollen wir es ja nicht. Ich werde es jetzt nicht rausschneiden. Nein. Das wäre ja ein bisschen böse. So, alles auf Anfang. Jetzt wissen wir ja, was Chuck so ausrichten kann. Giftblick. Zwergarde setzt Giftblick an. Ein setzt das nicht an. Eisenschädel. Das dürfen wir nicht zu oft einsetzen. So, wir brauchen es lebendig. Das Zwergarde brauchen wir lebendig. In meinem Pokéball brauchen wir das. Ja, okay, ja. Ich glaube, ich versuche es jetzt mal mit einem Pokéball. Ein Superball, Heilball, Netzball, Tauchball, Timerball, Flottball, Nestball, Finsterball, Levelball, Turboball, Schwerball, Luxusball, Wiederball, Ultraball. Ultraball ist doch. Das ist doch spannend. Haben wir 16 von. Versuch einen. Ist zwar keine Ultra-Bestie, aber ich glaube es ja trotzdem. Zwei? Nein, keine zwei. Schon entwischt. Ja, Mist. Können wir es halt nicht in einem Ultra-Ball fangen. Wie wär's denn mit einem Finsterball? Ist doch hier eine dunkle, tiefe Höhle. Da könnte doch der Finsterball seine Wirkung zeigen. Und eins. Nein, keine eins. Verdammt. Der Ultra-Ball war schon besser. Feuerodem. Naja, viel mehr können wir es auch nicht schwächen. Weil haben wir ja gerade eben gesehen, was passiert. Timerball haben wir nicht mit dabei, oder? Flottball haben wir noch mit dabei. Doch, Timerball haben wir auch mit dabei. Aber ich würde noch ein bisschen warten. Das in dieser Runde noch zu machen, ist ein bisschen erfrüht. Flottball wirkt dennoch. Wir können es versuchen. Der sieht aber scheiße aus. Ich will meine Zwergarde nicht in so einen Ball gefangen haben. Ja, hat sich befreit.
schon ein bisschen zu spät für den Flachball und ein bisschen zu früh für den Timerball. Oh wei, Chuck wurde besiegt. Tja, ist ein legendärer Kampf. So, da haben wir einen Galopper. Streng dich an, Galopper, noch ein bisschen. Muss einfach nur aushalten. Vielleicht sind es dann die Bälle auch ein bisschen effektiver. Nicht das Pokémon bedingt. Die feine Zigarre möchte doch bestimmt in einen Luxusball. Wie wär's denn damit? Alle Bälle verschwenden für das Zigarre. Joa, sieht bisher nicht sehr erfolgreich aus. Wiederball wird's auch nichts bringen. Ja, Levelball, was bringt denn der? Ein Ball mit so einem Pokémon umso leichter fangen lassen, je niedriger Level im Vergleich zum. Okay, das könnte. Ja, okay. Galopper Level 100, Zygarde Level 60. Okay, ja, versuchen wir's. Wir haben nur ein Exemplar davon. Wir haben's vergeudet. Und eins! Nein, verdammt! Dieser schöne Levelball. Der sah so stylisch aus. Haben wir ihn verschenkt. Wildes Pokébälle werfen. Superball. Ich werfe heute mit Pokébällen um mich. Hast du noch mehr. Oh, wollte gerade schon aufschreien jetzt hier an dem Superball gefangen. Das sah ziemlich knapp aus. Ziemlich knapp für Zygarde. Sah fast gefangen aus. Schwerball? Mono 1. Ein Ball, der sich besonders eignet, um Pokémon mit hohem Körpergewicht zu fangen. Reden kann ich auch nicht mehr. Naja, haben wir auch nur einen von, aber riskieren wir es. Ist Zygarde schwer? Na, 1. 2. Ach, verdammt. Das wird heute hier nichts mehr. Das ist eine nice Attacke. Ich konnte nicht lesen, wie sie heißt. Ultraball! Genug haben wir davon. Komm! Geh rein da! Ah, verdammt. Blau nicht. Wäre sie es. Hat kein Geschlecht. Zygarde, die ist legendär. Legendäre Pokémon haben kein Geschlecht. So, wie wär's denn jetzt mit einem Timerball? Ist schon ein bisschen rum in die Zeit. Na komm! Fangen wir's! Ach! Nee. Wird nicht so. Okay. Galopper ist schon ziemlich verletzt. Und wir haben dann nur noch Pikachu. Just for fun werfe ich jetzt mal einen Pokéball. Das wäre es jetzt natürlich, wenn das funktionieren würde. Denkst du? 1, 2. Ah, ja. Wäre zu lustig gewesen. Pokébälle werfen. Werfen wir den ganzen Tag. Das sind die Gummibären. Ja. Warum war ich denn jetzt auf dieser Melodie? Wollte was eigenes dichten. Und dann bin ich aufs Gummibärchenlande gekommen. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind da für dich, wenn du sie brauchst. Wer kennt die Gummibärbande? Schreibt's in die Kommentare. Test der 90er! So ungefähr. Na komm! Wird's denn mal was? Ich habe schon so viele Pokébälle hier verschwendet. Und Galopper ist besiegt. Mei! Würde das hier noch was werden? Ja, Pikachu ist das letzte Pokémon im Team. Ja. Sollen wir es riskieren und mal eine Attacke einsetzen? Und dann war es das wieder. Mal so einen sachten Stromstoß einsetzen. Hat keine Wirkung. Okay. Okay, ja, okay. Scheiße, das ist ja auch nicht okay. Mein Team ist bald am Arsch. Und ich habe es noch nicht mal ansatzweise gefangen. Finsterball müsste doch eigentlich in der Höhle irgendwas bringen. Na komm, Finsterball. Rein von der Effektivität her müsste das doch was bringen. Ah, verdammt. Ganz befreit. Bodyguards. Das zieht sich jetzt hier langsam hin. Tut mir leid, wenn das hier ein bisschen dauert.
Zeit für ein Timerball. Es dauert. Deshalb müsste doch ein Timerball irgendwann mal was bringen. Eins. Zwei. Nein, kein zwei. Wir waren doch schon bei drei. Das war schon mal fast gefangen. Nein. Ja, so viel dazu. Das erste Mal haben wir das Zygarde besiegt. Jetzt hat das Zygarde uns besiegt. So geht's auch. Ja, so viel dazu. Naja, ich fange mir heute ein Zygarde, habe ich mir vor der Aufnahme gesagt. Und wenn das jetzt hier eine Stunde dauert, mache ich. Ich hole mir diese Zygarde. Mache ich. Ich hole es mir. Ich greife mir diese Zygarde. Koste es, was es wolle. Los, Chuck. Du kommst aus deinem Ultraball gekrochen. Und setzt einfach mal deine Attacke ein. Wie wäre es denn mit Eisenschädel? Sollen wir mal Risikodeckel versuchen? Vielleicht bringt das ja mehr und schwächt es bis auf den roten Bereich runter. Andererseits könnte es auch sehr riskant sein und das Zygarde schon fast ganz besiegen. Ja, wir können es nur herausfinden, indem wir es versuchen. Versuch macht klug. Bodyguard. I'm always love you. Ja. Oh, im roten Bereich. Dann können wir doch mal einen Ultraball werfen. Einen Meisterball habe ich nicht mehr. Einen Superball. Ich werfe einen Superball. Auf geht's. Superball. Komm, Zygarde. Rein in den Superball. Verdammt. Es ist unfangbar. Kann das sein? Es ist unfangbar. Random wirf ich jetzt mal einen Pokéball in die Richtung von Zygarde. Verdammt, war ja klar. Pokémon hat sich befreit. Feuer Odem. Ja. Habe ich irgendwie ein Team, der irgendwie ja paralysieren oder einschläfern oder sonst was kann? Wahrscheinlich eher weniger. Ja, Luxusball. Möchtest du einen Luxusball? Ich fange nicht mit Luxusbällen. Ich ködere dich mit Luxusbällen. Komm, das muss doch schön sein. Da will man doch drin bleiben. Zwei. Drei. Verdammt. Das war so knapp. Ein Luxusball sieht gut aus. Das Zygarde will einen Luxusball. Okay, das war wirklich nicht sehr effektiv. Komm, Luxusball. Zygarde. Komm zu Papi. Zygarde, komm zu Daddy. Ich will dich in meinem Team. Ja, ich nehme dich sogar in meinem Team, versprochen. Nur in dem Pokéball gehst, dann nehme ich dich in mein Team. Ich werde schon irgendjemanden raushauen. Ich werde schon irgendjemanden finden. Komm. Wenn das sein muss, damit du in mein Team kommst. Wenn das die Möglichkeit ist, dass ich dich fangen darf. Superball. Wie wär's denn damit? Die Fangchancen sind halt relativ gering bei dem lieben Zygarde. Das ist halt ein ziemlich legendäres Pokémon. Drei! Kein Drei, verdammt! Komm, ich krieg dich! Auch wenn das jetzt hier noch Ewigkeiten dauert. Ich habe genug Pokébälle. Ich vergönne hier alle meine Pokébälle, wenn es sein muss. Geld habe ich ja genug, um mir neue zu kaufen. Ach, verdammt! Komm schon! Bodengewalt. Interessante Attacke. Die will ich auch einsetzen können. Nächstes Pokémon rufen. Los, Galoppa. Du bist dran. Halt ein bisschen Stand, damit ich ein paar Pokébälle werfen kann. Das wird jetzt ein wildes Pokébälle-Gewerfe und ist eventuell auch ein bisschen langweilig, aber was soll's. Netzbälle. Ich gebe mein Bestes, das ist gut zum Moderieren und ich bin ja auch angespannt. Ich hoffe, ihr seid auch angespannt. Ist das Ganze auch spannend. Wenn ihr angespannt seid. Schlechter Wortwitz. So, ich bin aber wirklich angespannt. Die Nerven liegen blank. Tauchball brauche ich ja gar nicht zu versuchen. Das wäre mal ein Witz. Das Zygarde mit Tauchball zu fangen. Ja,
Hätte auch einen Reiz. Wiederball, vergiss es. Luxusball, komm, meine letzten zwei Luxusbälle. Komm, renn da. Renn da an den Ball. Ich sagte, renn da. Hab in den Ball, Zigarette. Du hast Ballarrest. Böse Zigarette. Levelball haben wir schon mal versucht. Dann komm. Dann muss doch das mal klappen hier. Ja, das klappt erst dann, wenn ich gar nicht mehr dran glaube. Noch ist es nicht so weit. Das erste, dritte Versuch. Mensch. Wie lange soll das denn hier noch dauern? Du weißt, Spiel, dass ich nicht aufgebe. Nun, was mache ich offscreen hier weiter? Und du weißt, dass ich nicht aufgebe. Ich gebe niemals auf. Ich will nämlich der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Und ganz allein schnappe ich mir Zigarette. Ich kenne die Gefahr, alle Pokéballer zu verschwenden. In diesem Kampf. Mein letzter Luxusball, komm. Das ist ein sehr luxuriöser Ball. Wie ein 5-Sterne-Hotel. Geh rein, verdammt. Mist. Ich fluche heute auch sehr viel. Ja. Monetarisiert wird es eh nicht mein Video. Ich habe keine 1000 Abonnenten. Das ist jetzt die neue Regelung auf YouTube. Wer es noch nicht mitbekommen hat. YouTube unter 1000 Abonnenten können ja nicht mehr moderieren. Ja, moderieren können sie auch nicht mehr. Scheinbar sieht man es ja an mir. Aber monetarisieren können sie nicht. So, willst du dann mal irgendwann mal reingehen, bitte? Heilbälle hätten wir noch zwei im Angebot. Und wie wär's denn damit? Ich habe dir jetzt so viele Bälle angeboten. Du hast sogar die freie Auswahl. Du wirst nicht in einen Ball gezwungen. Du kannst dir sogar einen aussuchen. Ja, scheiße, dass ich den Meisterball nicht mehr mit dabei habe. Den hätte ich jetzt sehr gebrauchen können. Aber komm, bei so vielen Bällen muss doch mal die Möglichkeit geben, dass einer funktioniert. Oder nicht? Bodengewalt. Auwei. Das ist kritisch. Das ist tödlich für das Pikachu. Ja gut. Ich gesagt, dass das leicht wird? Nee, hab ich nämlich nicht. Vielleicht können wir irgendwie das Team vorheilen. Damit das Team auch auf einem guten Stand ist und ich genug Zeit habe, für Pokébälle zu werfen. Das ist jetzt auch die Crossmons, der Rest des Teams mit dabei. Chica! Auf ein neues. Das. Ja, aller guten Dinge sind 4. Oder auch nicht. Necrozma! Necrozma, hast du eine Attacke, die das Pokémon so weit schwicht, bis es dann auf einem roten Level ist? Na gut, die Attacke, die ich jetzt eingesetzt habe, wird es jetzt nicht unbedingt so sehr bringen. Ja. Okay, ich habe mir mehr erwartet. Ich dachte, das wäre schon fast besiegt. Natürlich, jetzt haben wir natürlich die Kacke, dass das jetzt die nächste Attacke, die macht das alle. Nachthieb. Verdammt. Oh, oh, oha. Okay, das ist gut. Das ist, ja, das ist sehr schön. Kann ich doch zu den Pokébällen greifen. Wäre es denn jetzt mit einem Superball? Na, das ist doch sehr geschwächt, das Pokémon. Na komm. Verdammt. Es wird einfach nichts. Das Zigarre lässt sich aber nicht fangen. Das hat nur noch wenigste KPs. Und lässt sich trotzdem nicht fangen. Vielleicht einen Flottball jetzt zu dieser frühen Zeit, wo der Kampf gerade erst begonnen hat. Versuch hier einfach jeden Ball. Kommt jetzt durch die Reihe raus. Meine Güte, ich kann das Wort Ball gar nicht mehr hören. Wie oft ich dieses Wort jetzt in diesem Kampf hier schon, also in diesem Part hier schon gesagt habe. Ich werde es nicht nachzählen. Wenn jemand Spaß hat, das nachzuzählen, soll das gerne machen und mir die Anzahl in die Kommentare schreiben, wenn jemand so hobbylos ist, das zu machen. Viel Spaß euch. Ich habe das genau einmal in einem Resident Evil Part gemacht und solche Wörter gezählt und das dann auch in den Part geschrieben, also mit ins Video eingeblendet. Mache ich nie wieder.
Das ist bekloppt. So hobbylos bin ich dann auch nicht. Ein Schwerball. Komm. Irgendwas muss doch hier funzen. Ach Mensch. Die ist doch schon massiv geschwächt. Ich habe nun mal halt keinen Pokémon, das halt irgend so was wie so einen Schlafattacke einsetzen kann oder irgendwas. Weiß der Geier. Eine Paralyseattacke. Ja, doch, Pikachu könnte unter Umständen paralysieren, aber. Drei. Na komm. Nice. Wir haben es geschafft. Nach Ewigkeiten haben wir das Zigarre gefangen. Aber wahrscheinlich auch nur durch Zufall. Hui, das war hier eine. Der hier. Den Tag für Zigarre in Pokédex eingetragen. So, wie versprochen, nehme ich dich mit ins Team. Wir müssen einen feuern. Wer wird das wohl sein? Ich glaube, da muss Chuck einfach mal gehen. Ja, tut mir leid, Chuck, aber du bist halt noch neu in meinem Team und ich hänge nicht so sehr an dir wie an dem Rest des Teams. Die Zuschauer tun es, glaube ich, auch genauso wie ich. In meinem Team. Joa, das hat aber ziemlich lange gedauert. Roda-Teil von 26 Minuten haben wir jetzt. Joa, was fangen wir noch mit dem angebrochenen Tag an? Joa, ich glaube, ich spaziere dann hier noch ein bisschen durch die Höhle. Und versuche noch ein bisschen weiterzukommen. Damit wir wenigstens ein bisschen Stoff hier im Part haben. Damit der Part nicht nur aus Zigarre besteht. Und das ergänzend nach einem Schnitt. Ja, ich spreche das auch schon immer so, damit das in den Schnitt passt. Weil ich weiß ja, wo ich die Schnitte so setze. Das habe ich mir dann so angewöhnt, mal irgendwann mal so zu sprechen, dass ich dann im Schnitt da die Schnitte setzen kann. Sonst bringt es ja nichts. Sonst schneide ich ja ein Wort von mir raus und das fehlt dann im Part. Das ist dann sehr wichtig. Wenn dann ein Wort fehlt im Satz, dann geht sehr viel Information flöten. Warum kämpfe ich eigentlich gerade gegen dieses wilde Pokémon? Den muss doch gar nicht. Was mache ich denn hier? Jetzt haben wir hier schon zwei Unhafniers. Kann ich fliehen? Das wäre eine Option gewesen, einfach zu fliehen. Aber ja gut. So, weiter soll es gehen. Richtung Kampfbaum. Wir finden einen Weg. Wir gehen auch hier in eine Sackgasse hinein. Ja, dann mal auf hier. Hier geht es erstmal nicht lang. Da kommt erstmal ein Pokémon entlängs. Ein Golbat kommt angeflogen. Kommt ein Golbat geflogen. Setz dich nieder auf meinen Schoß. Da liegen das Lied. Das Golbat lebt. Ungefähr so. Ich bin heute auch irgendwie komisch drauf. Ja, ein bisschen ist mir heute so singen zumute. Sing, 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 sing. Gesänge, Gesange, Gesunge. Und wieder eine Sackgasse. Kommen wir denn hier ja auch nicht lang? Ein Item. Finde den Weg. Oder müssen wir hier erstmal raus aus der Höhle? In der Tat, wir haben ein Fluchtseil. Ja, und da müssen wir raus. Dachte ich mir schon. Wir sind hier auf der falschen Fährte. Müssen wieder zurück. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Hoffe ich doch. Ansonsten bin ich ja ohne Grund mit Fluchtseil rausgeflüchtet. Wir müssen eine andere Route wählen. Ja, das Fluchtseil. Ein sehr schönes Item. Pupona Nektar. Haben wir noch nicht genug davon. So. Wo geht's zurück? Hier ist eine Sackgasse. Da lag wohl mal ein Item. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass da ein Item lag. So. Zurück. Geht zwar selten und ungern zurück, aber manchmal muss es auch mal sein, dass man einen Schritt zurück wagt. Top Trank. Kann ich gebrauchen. Vielen Dank. So, weiter durch die Wildnis. Da taucht auch schon ein wildes Pokémon in der Wildnis auf. Oh, ein Floette.
wo wir gerade mit dem Thema Pokémon Y sind. Mhm. Zygarde gefangen, jetzt auch noch ein Floetta. Ja, eine wahre Hommage an Pokémon Y. Ein Hommage-Part. So, auf der Ebene von Pony sind wir wieder zurück. Wir wählen einen anderen Weg. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Ich habe einen Wanderer. Und wen sehe ich da hinten schon? Das ist doch Lebeer aus Pokémon Y. Was ist denn das für ein Part jetzt hier? Soll ich den Part hier in Pokémon Y Part 71 umbenennen? Als Trainerausgang habe ich eins begonnen, doch jetzt bin ich ein waschechter Veteran. Ein wachsender Veteran. Ja. Ich bemühe mich ja immer, die Versprecher irgendwie ein bisschen rauszuschneiden, aber manchmal kann man sie auch drin lassen. Was soll es? Shift happens. Nachthieb. Was? Er kann auch Nachthieb. Was? Was für ein Zufall. Aber was er nicht kann, doch was er unter Umständen kann, ist Juwelenkraft. Wird eigentlich Phantomgeisier ansetzen, aber Phantomgeisier ist nicht sehr effektiv. Das will mir nicht viel bringen. Das auch nicht. Er wird mich gleich besiegen. Nachthieb. Necrozma wurde besiegt. Das ach so legendäre Pokémon. Der ach so große Weltenzerstörer. Ist hier in meinem Team und wird durch ein Panzer Eron besiegt. So viel dazu. Zygarde ist leicht angeknackst. Wir können es trotzdem in den Kampf schicken. Ja, ein KP hat er noch. Ah, wir haben ihn also mit einem KP gefangen. So viel dazu. Bodengewalt ist wirkungslos. Ja. Okay, den Versuch war es nicht wert. Haben wir mal gezeigt, dass wir ihn im Team haben. Falls ich es vorher rausgeschnitten habe, irgendwie. Galoppa. Ja, das gute alte Galoppa. Das kann so einiges. Aber ist es ja jetzt kaum noch wert. Panzer Eron ist ja schon besiegt. Der hat auch ein simpler Tackle gebracht. Ich habe auch wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Problemchen hier mit der Sprache. Gab es bei mir ja schon immer. Und heute sehr speziell. Stromstoß auf Aranestro. Aranestro, ja, den kennen wir. Inselprüfung, sage ich nur. Hier in Pokémon Ultramond war der bei einer Inselprüfung mit dabei. Wenn ihr es verpasst habt, guckt ein paar Parts zurück. Nicht nur ein paar, sondern jede Menge Parts. Das ist vor jede Menge Parts passiert. Nicht nur ein paar, sondern ziemlich viele. Das war, glaube ich, die dritte, vierte Inselprüfung überhaupt in diesem Spiel. Relativ früh. Wenn ich schätzen müsste, ich habe es nicht ganz im Kopf, irgendwas zweistelliges, Part 25 oder sowas. Ja, 24, 23, keine Ahnung. So in dem Dreh. Schaut mal da vorbei. Müsste im Thumbnail sein. Der liebe Aranestro. Geht natürlich siegreich aus dem Kampf hervor. Ein bisschen Story. Weiter geht's. Das ist also Pony. Man merkt gleich, dass es hier nur so von kampfstark Trainern wimmelt. Dieses harsche Wechselspiel zwischen Natur, Mensch und der Pokémon. Training kommt gar nicht in Frage, Chefin. Schließlich sind wir hier im Urlaub und sind hier um Urlaub zu machen und nicht um uns zu verausgaben. Du bist doch der Trainer, den ich auf Akala den Donnerstein gegeben habe, oder? Du hast mich bestimmt anders synchronisiert, aber jetzt tust du es so. Freut mich, dich kennenzulernen. Erster Champ von Alola. Mein Name ist Annabelle und ich arbeite für die internationale Polizei. Champ? Die Chefin weiß einfach alles. Beeindruckend. Ich habe mir vorgenommen, meine Fertigkeiten in Kampfform zu schulen, um als Mitglied der internationalen Polizei jeder noch so riskanten Mission gewachsen zu sein. Bis zum nächsten Mal dann. Ja.
verdünnisieren sie sich dann. Hat mich gefreut, dich wiederzusehen, Champ. Leider habe ich momentan kein anderes Item bei mir als eine rote Karte. Hier bitte, als kleines Geschenk zur Feier unseres Wiedersehens. Du erhältst das Item rote Karte. Jetzt wurde ich glatt vom Platz verwiesen. So ein Mist. Wird der Träger einer roten Karte von einer Attacke getroffen, wird der Angreifer ausgewechselt. Danach verschwindet das Item jedoch. Ah, ich kann Yasu nie wieder unter die Augen treten, wenn der Chefin etwas zustoßen sollte. Mein neuer Partner ist noch recht schwach, aber mir bleibt nichts anderes übrig, als mich ebenfalls zum Kampfbaum aufzumachen. Aber nur als Begleitung, versteht sich. Erst dann, Alola. Dann renne ich immer hinterher. Es ist doch eine Platzverweiskarte. An der Küste von Pony sind wir jetzt angekommen. Jo, schön. Gut so, als müssten wir diesen Part beenden an dieser Stelle. In diesem öden Landschaftsdingens. Ja, schaut so aus, als ob es im nächsten Part weitergeht. Ein Sternstück haben wir erhalten. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Ja, aktiviert auch die Glocke. Das ist jetzt immer dringender geworden auf YouTube. Ja. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut da rinne. Man sieht sich. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ja, bis denn. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.